In diesem Teil der kritischen Praxis zur Algorithmic Bias wird der Fokus auf den rechtlichen Aspekt gelegt. An dieser Stelle möchte ich Sie jetzt etwas ganz Einfaches fragen. Besitzen Sie einen Kompass? Aber nicht so einen, der Ihnen eine ganz eindeutige Orientierung verschafft. Was mit dieser Frage gemeint sein könnte, das werden Sie gleich hören. Hallo Peter. Sabrina, schön dich zu sehen. Reden wir über Algorithmen in Rechtssystemen. Kompass, das Stichwort. Ja, voll. Nicht der Kompass. Sondern das Kompass. Das Kompass. Da gibt es einen großartigen Artikel im ProPublica, du kennst ihn sicher und wir werden ihn hier verlinken. Ja, oder? Genau. Das war einer der ersten großen Fälle. Das ist ein System, das Bewährungsauflagen festlegen soll, beziehungsweise eigentlich nur einschätzen soll, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand rückfällig wird. Das ist die Richterinnen und Richter schauen sich diese Einschätzung an und geben dann entsprechende Bewährungsauflagen. Genau. Und das System ist breit im Einsatz. Nicht, also in den USA ist sowas ja nie überall und immer gleichzeitig, sondern das ist nur viel verwendet. Solche Systeme werden viel verwendet und das ist eines der ganz großen. Und in einer genauen Studie hat sich dann herausgestellt, dass es schwerst rassistisch ist. Ja, dass Leute, die eine sehr ähnliche Biografie haben, wegen sehr ähnlicher Straftaten vor Gericht stehen, aber sich eben unterscheiden in ihrer Hautfarbe, komplett verschieden eingeschätzt werden. Ganz genau. Dass weiße Jungs quasi zurückgeschickt werden mit einem Pat-Pat auf die Hand, mach nicht nochmal. Und junge schwarze Männer für lange Zeit hinter Gittern landen oder riesige Bewährungsauflagen. Genau. Bekommen. Bail. Ja. Oh, ja. Bail. Um das in Zahlen zu fassen. Kaution. Die Fehlerrate war ungefähr in der Gegend von 65%. Nein, die Korrektheitsrate war bei Schwarzen und Weißen bei 65%. Nur, dass diese 35% falsch bei Weißen meistens in die ich schätze dich zu gut Einrichtung gegangen ist und bei Schwarzen meistens in die ich schätze dich zu schlecht ein. Also ich schätze dich gefährlicher ein, als du bist, Richtung gegangen ist. Ja. Und das ist schon eine ziemliche Ansage. Und es gab dann eine andere Studie, die sind hergegangen und haben dasselbe Datenmaterial genommen und haben Amazon Turk verwendet. Amazon Turk ist ein Service, wo Leute, die sehr wenig Geld bekommen, Online-Tasks durchführen, die du möglichst genau beschreiben sollst. Clickwork. Was die beschrieben haben, waren, hier ist ein Foto von der Person und hier sind die Vorstrafen und ich glaube das Alter oder vielleicht war es aber auch die Hautfarbe, die an die Leute geschickt wurden und sie sollten einschätzen, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person rückfällig wird und die sind auch auf 65% richtig gekommen. Also 140 Merkmale in Kompass versus 2 Merkmale bei Amazon Turk, dieselbe Fehlerrate. Mhm. Das ist barely besser als ein Münzwurf, das ist unglaublich. Genau. Aber diese Systeme werden tatsächlich verwendet. Ja, klar. Und haben nicht im Fall von Bewährungsauflagen oder Gefährlichkeitseinschätzung, sage ich jetzt einmal, haben die einen massiven Einfluss auf die weitere Biografie dieser Menschen. Ne? Ja. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Es ist halt, ich glaube, gerade im Polizeisystem oder im Justizsystem für die USA ist es halt extrem gut dokumentiert, dass wir wissen, wie krass da die Segregation nach wie vor ist, dass halt es diese ganz krasse Hierarchisierung gibt von weißen Hispanics und schwarzen Menschen. Und wie verschieden eben das gleiche oder ähnliches Verhalten dann eingeschätzt wird. Ja. Ich habe das so ganz spannend gefunden, auf der Ars Electronica hat es einmal ein Crime Prediction System gegeben, das aber auf White Collar Crime gegangen ist, okay. Also auf Finanzkriminalität. Ja. Und es hat dann eine Heatmap von den USA gezeigt, wo man dann halt einfach so richtig schön Manhattan so am entgegenkommen ist. Ja, und das finde ich auch ganz spannend. Also auf wen werden was für Systeme eigentlich angewendet. Aber wenn wir jetzt zurückkommen zu Algorithmic Bias und diesem Kompass-System, dann ist es natürlich so, dass die Frage ist, wenn wir hatten in diese Idee von dem Algorithmus als eine Blackbox. Mhm. Wir wissen nicht, was da drin passiert. Ja. Dann trifft das hier 100% zu, weil das ist ein Produkt einer
kommerziell agierenden Firma. Ja. Und die, no way, dass die irgendwie sagen, wie diese Entscheidung passiert. Wir wissen nicht einmal, ob das ein Machine Learning System oder eine Heuristik ist, ein Algorithmus, der ausprogrammiert wurde. Wir wissen also auch nicht, wo dieser Bias herkommt. Wahrscheinlich ist natürlich beim amerikanischen Rechtssystem, dass dieser Bias durchaus aus den vorhandenen Daten ist, weil wir wissen, dass das amerikanische Rechtssystem an sich schon einen Bias in sich trägt und Schwarze überdurchschnittlich viel, also überdurchschnittlich strenger behandelt werden als Weiße. Mhm. Aber dadurch, dass das eine private Firma ist, die diesen Algorithmus verkauft oder dieses, sagen wir mal, dieses Service, ne? Wissen wir überhaupt nichts. Ja. Und wenn wir überhaupt nichts wissen, ist die Frage, ob es legitim ist, so ein System dafür überhaupt einzusetzen, dass solche Entscheidungen getroffen werden. Ja? Also, und da kommen wir, glaube ich, noch einen Schritt auf eine grundsätzlichere Ebene, wo wir sagen, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass Algorithmen überhaupt Entscheidungen über Menschen oder über menschliche Zusammenhänge treffen dürfen? Ja? Müssen wir, erwarten wir, dass dieser Algorithmus Open Source ist? Erwarten wir, dass wir das Lernmaterial für diesen Algorithmus haben können? Oder ist es eigentlich überhaupt illegitim? Algorithmen sollen keine Entscheidungen über menschliche Dinge treffen können. Ne? Da hat es doch diese Richtlinien von der Europäischen Kommission gegeben, glaube ich. Ah, aha. Es gibt tatsächlich in der Datenschutzgrundverordnung eine Formulierung, die sagt, wenn ein algorithmisches System zu einer Entscheidung über dich kommt, ob das jetzt so ein Rückfallrate ist oder wie im anderen Gespräch, das wir hatten, deine Kreditwürdigkeit, dann hast du ein Recht zu erfahren, warum diese Entscheidung gefallen ist. Und was ist, wenn man das nicht erklären kann? Dann würde ich daraus ableiten, dass man dieses System nicht verwenden darf. Mhm. Ja? Und das ist halt das Problem bei AI und Machine Learning Systemen, dass man einfach nicht weiß, warum die diese Entscheidung treffen. Ne? Ja. Wir wissen auch nicht, warum, weiß ich, dieser Busch, unsere Kamera erkennt diesen Busch als Gesicht. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das... Ich glaube, ich habe eine von diesen Kameras, die ein kleines Viereck um ein Gesicht macht, wenn ich Leute fotografiere, weil sie sagt, hey, da ist jemand. Ne? Mhm. Und manchmal ist das halt in einem Gebüsch oder einem Baum ist auch ein Gesicht. Ne? Und das schaut überhaupt nicht aus wie ein Gesicht, aber es triggert genug von diesen Merkmalen in diesem maschinenangelernten System in der Kamera, dass die Kamera glaubt, das ist ein Gesicht. Ne? Und auf der Ebene, wir können nicht einmal im Ansatz erklären, warum dieses Gebüsch für die Kamera ausschaut wie ein Gesicht. Und ich finde, das ist ziemlich gefährlich. Ich finde, das ist wir befinden uns hier auf einer Ebene, wo wir eigentlich alle Finger davon lassen sollten, solche Software in einem gesellschaftlichen Kontext einzusetzen. Das ist okay, wenn es darum geht, dass da, ich weiß nicht, Eier auf einem Fließband vorbeifahren und es erkennt die zerbrochenen Eier. Ja, das finde ich, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ja. Oder es unterscheidet die Gurken in große, mittlere und kleine. Ja. Super, das ist etwas, wo Machine Learning ausgezeichnet funktioniert. Ja. Aber in dem Moment, wo es um Menschen geht, finde ich, müssen wir eine Grenze ziehen und müssen das eigentlich abdrehen. Geht nicht. Und dann kommen aber halt eben Leute an und sagen, ja, aber es ist ja nur eine zweite Meinung. Das haben wir im Gespräch zum AMS-Modell eben auch gehört. Ja. Und da ist dann halt auch wieder die Frage, wie ist das Ganze eingebettet? Was für einen Kontext hat es? Naja, das sage ich dir, es gibt sogar, wenn wir über Bias reden, können wir auch ganz kurz einen Ausdruck zum Cognitive Bias machen. Das ist, wie wir funktionieren. Damit wir in einer komplexen, schnellen Welt überhaupt funktionieren können, müssen wir so schnell Entscheidungen treffen, dass die meisten davon einfach fragwürdig sind, sagen wir mal, aber pragmatisch. Ja? Und in dieser Pragmatik steckt drinnen, dass wir Maschinen, Computern eher glauben als Menschen. Ja? Die sind neutral. Ja, das ist der Grund, warum immer wieder Leute mit ihrem Auto auf irgendwelche Feldwege fahren. Ja, oder in einen Bahnhof einfahren auf den Schienen oder ins Wasser fallen, weil das... Computer says go this way. Genau. Das System ihnen gesagt hat, hey, hier kannst du rechts abbiegen. Ne? Ja. Und da ist die Brücke gibt's halt nicht mehr, das weiß das System nicht. Und darum, weil die Daten halt 3 Jahre alt. Aber mein Navi sagt mir das, Batsch und Linge Wasser. Und das lesen wir immer wieder in der Zeitung. Und das kommt daher, dass Leute geneigt sind, das ist, glaube ich, die richtige Formulierung für Cognitive Bias. Ne? Leute sind geneigt,
Maschinen eher zu glauben als Menschen. Und wenn wir also ein System machen, ein maschinelles System, das eine Entscheidung vorschlägt, dann ist diese Entscheidung an sich schon glaubwürdiger, also als dieser Vorschlag schon glaubwürdiger, als wenn ein Mensch das sagen würde. Hm. Und von dem her glaube ich, ein weiterer Grund zu sagen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Es gibt ja ein ganzes Forschungsfeld sogar schon, das zu diesem ganzen Fairness, Accountability, Transparency-Ding forscht und wie man Machine Learning verbessern kann, so gesehen. Und das ist ja noch auch ganz spannend, weil das hebt das Ganze auf eine Metaebene, weil da dann nämlich mit einem gewissen Set an Annahmen und Assumptions und Welten rangegangen wird und überlegt wird, was für Annahmen, Assumptions und Werte liegen eigentlich in diesem Machine Learning Ding drinnen. Ja, ja. Und Explainable AI, ne? Ja. Ein interessantes Forschungsfeld, aber wirklich am Anfang. Ja. Also die füttern dann die AI mit ganz falschen Daten, um herauszukriegen, was die Grundlagen für Entscheidungen sind. Super, aber das ist ja urlustig zum Anschauen. Ja. Aber echt stellt viele Fragen, auf die wir noch keine Antwort haben. Ne? Bei diesen ganzen Explainability-Sachen fällt mir dann auch wieder ein, einfach so erklärbar und verständlich für wen, nachvollziehbar für wen. Was brauchst du für eine Ausbildung, was brauchst du für ein Wissen, damit du mit dieser Erklärung, die du kriegst, was man zum Beispiel auch mit der DSGVO, mit den Cookie-Banner zum Beispiel gehört hat, wie viel Zeit brauchst du und wie viel Wissen brauchst du vorher schon, damit du dich damit auseinandersetzen kannst und zu einer informierten Entscheidung kommen kannst. Wahrscheinlich braucht es eine neue Art von Zivilingenieur dafür. Ne? Nein, Leute, die genau diese Lücke füllen. Ach so rum, ja. Die Systeme anschauen können und dann in Worten für Nicht-Beteiligte erklären, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Ne? Ja. Früher oder später halt. Ne? Momentan sind wir noch sehr weit weg davon. Definitiv. Ist das das Schlusswort? Ja. War das jetzt kurz? Nein. Nein, es passt gut. Kann schon mal kürzer sein. Ja, voll.